So, auf ein neues. Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Ich habe das gerade eben schon mal gesagt, da hatte ich aber die andere Seite vom Paket gezeigt und da steht meine Adresse drauf. Also, wir haben mal wieder was zum Auspacken. Wie ihr hier und wahrscheinlich auch im Titel lesen könnt, haben wir Post von Unique bekommen. Aber nicht einfach so, also wir haben es natürlich bezahlt, es ist nichts, was wir einfach so bekommen haben. Ja, und ich werde das jetzt mal auspacken. So, wenn wir es nicht in den Titel geschrieben haben, könnt ihr euch ja jetzt überraschen lassen, was da drin sein wird. Ja, ich brauche mich nicht überraschen lassen, ich weiß es schon und ich freue mich sehr darüber, dass es da ist. Weil, man muss dazu sagen, es war heute angekündigt, dass es heute kommt. Aber es stand schon auf der Seite von DHL, dass die irgendwie ganz viel zu tun haben und es deswegen sein kann, dass nicht alle Lieferungen pünktlich ankommen. Und umso mehr freue ich mich darüber, dass es doch da ist. Ja, wir haben uns Plastiksäcke von Unique bestellt. Wo das draufsteht. Also, dass sie davon sind. Ist das cool. Ich freue mich. Oh, der ist ja wirklich doch ganz schön groß. Also ich wusste ja, dass das ein bisschen groß wird, aber... Okay, also mit dem Paket sah das kleiner aus, also wenn ich mir jetzt überlegt, man hat den Kasten auf dem Rücken, ist es doch ganz schön groß. Ja, dann weiß ich schon, wer den trägt, ne? Naja, es ist ja jetzt nicht wirklich schwer für den Rucksack. Aber damit passt du durch keinen Schlitz. So. Ich will ja auch in keinen Schlitz. Ja, zeig mal. Das gibt's. Die Typhoon H Pro. Also mit dem zweiten Akku, mit der neuen Fernsteuerung. Mit diesen drei Antennen, mit diesem Wizard, wie er hier steht, oder wie es hier steht, und mit RealSense, und das dürfte es gewesen sein. Also von der normalen Typhoon H ist eigentlich sozusagen die höchste Ausstattungsvariante. Klar, man könnte noch die H Plus kaufen. Die, ist das die orange? Nee. Stimmt, die H925 gibt es auch noch. Nee, ich glaube 925. Ich glaube, so heißt die, ja, weiß ich nicht. Jedenfalls könnte man noch die H Plus kaufen mit der besseren Kamera. Aber ja, ansonsten ist das schon eigentlich die höchste Variante. Das kann man hier oben noch reinpacken. Ja, ja, wahrscheinlich die Fernsteuerung, oder? Was? Nee. Nee, die ist mit drin. Also einfach noch so. Das ist Anleitung. Hier oben kannst du dein Butterbrot rein. Ja, halt noch irgendwas anderes, damit du noch ein bisschen mehr mitnehmen kannst. Und eine Spiegelreflexkamera mit so und so viel Kilo und an der Seite kann man ja auch noch was reinstecken. Ja, ach, da geht schon was. So, jetzt bin ich ganz so gespannt. Was? Das Foto da drin. Oh, ist das cool. So, wir haben hier einmal Propeller. Die muss man nicht in diesem Schachtelteil lassen. Du musst wir haben die Kamera zeigen. Ja, Entschuldigung. Wir haben hier 6 Propeller, die rankommen. Und hier wahrscheinlich noch 4 Ersatz. Ja, das könnte hinkommen von der Größe. Ich glaube, 4 Ersatzpropeller. Gucke ich nachher auch gleich mal rein. Die, denke ich, müssen nicht in dieser Schachtel bleiben. Oh, was ist denn das Süßes? Wahrscheinlich ein Ladegerät oder sowas bei der Größe, ja. Eine Micro-SD-Karte. Ich zeig mal bitte. Mit Adapter. Cool. Von Kingston. Ich kann euch auch gleich sagen, wie groß das ist. Das kann ich, glaube ich, aber auch sind 16 GB. Genau. Hä? Hey, ein Kingston-Adapter und eine Panasonic Karte, okay. Eine SDHC, Class 10 und dann diese
weiß nicht, was das dann ist, die dritte Stufe, Generation, Geschwindigkeitsteil, weiß ich nicht. Auf jeden Fall cool, dass das schon dabei ist und man das nicht extra kaufen muss. Also ich wusste, dass es dabei ist, aber es ist cool, dass die sowas machen. Was haben wir hier noch? Och, komm raus. Das ist wie ein Kabel. Oh, ein gerolltes Kabel. Und zwar ein USB-Mikro-USB-Kabel. Also wir haben hier einen Akku, der gefühlt 100 Kilo wiegt. Heb mal hoch. Die geht auch nicht in die Luft mit dem Ding. Doch, wieso nicht? Weil es so schwer ist. Wie viel wiegt die? Mit RealSense knapp über 2 Kilo. Kann sein, wenn man auf der Waage stellen, dass er auch bei 1.999 Gramm liegt. Ja, irgend sowas. Wird schon stimmen, was hier steht. Wir haben hier einmal... Ach du Scheiße. Netzteil mit Kabel. Einmal Autoladegerät, das finde ich sehr cool. Muss man bei anderen Firmen, ich will jetzt keinen Namen nennen, DJI. Kennen? Achso. Kennen macht aber, ich weiß, keine Drohnen. Dazu kaufen, glaube ich, bilde ich mir ein. Putzetuch, auch immer gut. Nochmal Kabel. Eine, hier steht Patch-Antenne, ich weiß nicht, was die kann. Also, wo man die hinschraubt, statt welcher Antenne man die daran schraubt. Ich habe da auch irgendwie, ging das an mir vorbei. Ich habe mir schon einiges vorher zu angeguckt zu der Drohne. Aber irgendwie ging das an mir vorbei. Ich werde mich damit mal noch beschäftigen müssen. Ich packe den ganzen Kram auch mit da rein, ist ja alles lose liegt und. Huch. Weiß ich auf jeden Fall ist das hier ein. Was? Das ist das Akkuladegerät? Ah, verstehe. Ich glaube, mit ihm lade ich die Fernbedienung. Achso, ich müsste vielleicht dahin reden und nicht zu dir. Hier packe ich den Akku rein. Hier kommt das Ladegerät, was ich gerade hier drin ausgepackt habe, an. Und hier ist der USB, der kommt dann daran und dann kann ich gleichzeitig noch die Fernbedienung mitladen. Behaupte ich. So, unser zweiter Akku. Logischerweise derselbe. Dann der Wizard, diese kleine Mini-Fernbedienung, mit der man die gesamte Drohne steuern kann. Wenn man zum Beispiel das nicht möchte, dass diese riesen Fernbedienung, die ich gleich noch zeige, mit auf dem Bild ist. Also die wirkt jetzt nicht so hochwertig, aber es ist halt cool, dass die überhaupt mit dabei ist. Und ich wollte fragen, was für eine Kapazität so ein Akku hat. 5400 mAh, glaube ich. Ja, 5400 mAh. Und das Ding kann damit, ich glaube, angegeben sind 25 Minuten oder so. Im Endeffekt wahrscheinlich rund 20 Minuten fliegen. Was ganz gut ist, da die ja auch 6 Propeller hat und nicht wie andere halt eben nur 4. Daher braucht ihr ja logischerweise auch mehr Akkukapazität, weil halt einfach noch 2 Motoren mehr befeuert werden müssen. Und wenn du überlegst, das ist ja jetzt auch nicht so eine kurze Zeit. Fliegen mal 20 Minuten eben mit irgendeinem Grund irgendwo herum. Hier haben wir die Sonnenblende für die Fernsteuerung. Die Fernsteuerung selber. Oh, ist die cool. Ist wirklich groß, deutlich größer als so von anderen. Aber hat dafür hier einen Bildschirm eingebaut. Was hat die? Hier so, dass es weh tut, ja. Ein bisschen, ja. Ich weiß noch nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Also ich finde diese Enden hier von den Steuergeräten relativ spitz und kratzig am Finger. Also wenn man da jetzt wirklich sehr vertieft ist und die sehr gut festhalten möchte oder so, tut es wahrscheinlich nach 5 Minuten weh. Ja.
Genau, wie gesagt, hat ein Display eingebaut, 7 Zoll, ein normales Android-Tablet. Was das jetzt letzten Endes für eine Firma ist, dieses Tablet, weiß ich nicht. Sieht man das, wenn man das anmacht? Kannst du garantiert nochmal in Einstellungen nachgucken. Die Folie muss ja eh runter, sonst sehen wir nichts, da kann ich das auch gleich mal machen. Oder? Wir haben doch eh so eine andere. Genau, wir haben zwei andere Schutzfolien schon mal bestellt, die kamen auch schon gestern an. Es hat kurz irgendwo blau geleuchtet. Ja, es leuchtet auch immer noch blau. Genau, dann haben wir hier unsere Antennen. Wie machst du das Foto? Entschuldigung, ich wollte einfach ein Foto von dir machen. Genau, wie gesagt, das ist die neue Version. Oder die andere Version, keine Ahnung, mit den drei Antennen. Die kleine ist, soweit ich weiß, für Video. Wir haben ja, wie gesagt, noch eine dazu gehabt. Die schraubt man dann an eine von den beiden ran. Also an einen von den beiden langen. Ja, wir haben hier noch einen Tragegriff, ich weiß nicht, ob wozu, aber... Ja, wie gesagt, man schraubt hier an eine von den beiden an. Ich weiß nicht an welche, ich werde mich dazu belesen müssen. Okay, so macht das schon mehr Sinn. Jetzt passt es auch und man kann sogar noch, man hat noch Haken, um sich so ein Band ranzumachen. Ich dachte erst, man benutzt dieselben Ösen dafür und könnte entweder diesen Sonnenschutz oder ein Band dran, also so ein Gurt dran machen. Aber man kann tatsächlich beides. Und hier ist der Oktopus. Nee, das hat ja nur 6 Arme. Na und? Hätte es 8 Arme, hätte ich es nicht zugelassen, dass es hierher kommt. Oh, ist das cool. Was machen wir das selbst? Das fühlt sich alles so stabil an und so. Das ist, aha, soweit ich weiß, und das ist echtes Carbon, also Kohlefaser. Und dementsprechend auch stabil, ja. Oh, das ist wirklich voll stabil. Kamera tut. Genau, dann kann man das Fragestell einklappen, also einklappen lassen per Knopfdruck an der Fernbedienung. Dann haben wir hier unten dran die Kamera. Das ist die Version, die endlos drehen kann. Ich glaube, es gab diese, das ist diese CGO 3 Plus. Dann gab es noch eine ohne Plus, die, soweit ich weiß, wirklich nur so Anschlag und dann so bis zum Anschlag drehen konnte. Und ja, die kann halt endlos drehen. Ja, dann haben wir hier unsere 4 Rotoren. Vier, sag ich schon. 6, jeweils 3 schwarze, 3 weiße. Entweder bin ich bekloppt oder der kommt mir schief vor. Ah, ja, der ist in die andere Richtung schief und der ist wieder in dieselbe Richtung schief. Okay, dann muss das so. Genau, dann haben wir da hierzu, dazu hier passende 6 Rotoren. Einmal mit Silber für die weißen und einmal mit nochmal Silber für den schwarzen. Hier. Einmal einen schwarzen für die schwarzen Rotoren, für diese schwarzen Dinger. Lass ihn dann auf den Knopf drücken. Den in der Mitte. In der Mitte und dann in die Richtung, wo es auf, also wo das Schloss auf abgebildet ist, hindrehen und dann ist er wieder ab. Wir haben Ersatz, 2 schwarze, 2 weiße, genau. So, wir haben hier das RealSense-Modul. Das dient einfach der besseren Hinderniserkennung. Und ja, ist halt aufpreispflichtig. Ach du Scheiße, da hat jedes anders geleuchtet. Jetzt ist er hochgefahren. Oder nicht hochgefahren. Wieso ist da eins grün, eins blau, 2 weiß, 2 rot? So, jetzt hat sich gerade die Kamera ausgerichtet. Achso, um das Bild zu sehen von der Kamera, müsste ich vielleicht die Schutzfolie davon abmachen. Also die Drohne filmt 4K, also 4096 x 2000,
160 bei 25 Bildern pro Sekunde. Dann haben wir dieses, ich glaube das 2,7K mit 2560 mal 1440 schafft sie bis zu 30 Frames pro Sekunde. Und Full HD, also 1920 mal 1080, schafft sie 120 Bilder pro Sekunde, was schon echt cool ist. Genau, aber eine geringere Auflösung kann man gar nicht einstellen. Macht auch jetzt nicht wirklich Sinn. Ja, wir können ja mal, können wir zwar nicht angucken, nicht direkt, aber wir können ja auch gerne mal eine 4K-Aufnahme hochladen zum Zeigen. Eine reine 4K-Aufnahme. So, auch wenn jetzt eine kleine Hand immer mit im Bild ist, ich weiß nicht, wie weit wir jetzt waren, wann die Aufnahme abgebrochen hat, weil meine Speicherkarte bei der Kamera ist voll. Genau, ich weiß nicht, wo wir jetzt waren, was ich schon gesagt habe und was nicht. Jedenfalls freue ich mich wie ein Schnitzel. Was ist denn das für eine Redewendung? Nicht. Nein, Schnitzel können sich nicht freuen. Ja, und wir werden nachher mal rausgehen und den ganzen Spaß mal testen. Dann bis später. Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute gibt es ein Unboxing von unserer neuen Drohne und ich würde sagen, ich mache einfach mal auf. So, darf ich vorstellen, unsere neue Drohne noch verpackt. Ja, und ich würde sagen, ich packe die dann gleich mal aus, aber nicht hier so schwebend, also da suche ich mir eine andere Position. Ja, Schatz, wollen wir nicht vielleicht heute mit der Drohne rausgehen? Wie? Du hast ja auch so einen Rucksack. Ja, ich habe gedacht, ich bestelle mir einfach mal eine Drohne zum Film. Ach so, das habe ich auch gedacht, ja. So, also, nicht wundern. Es ist jetzt nicht so, dass wir uns irgendwie zwei solche Drohnenrucksäcke bestellt haben, um so zu tun, als hätten wir zwei. Wir könnten jetzt auch aufmachen. Wir haben gerade aktuell tatsächlich zwei Drohnen in unserem Wohnzimmer. Der Grund ist einfach der, die Drohne, die Philipp gerade ausgepackt hat, was ihr ja gesehen habt, die funktioniert nicht. Wir wissen nicht so ganz wieso, wir haben alles mögliche probiert, aber wir haben sie einfach sozusagen reklamiert und haben jetzt schon das Austauschmodell bekommen. Und das habe ich jetzt einfach nochmal ausgepackt, das kam jetzt ziemlich schnell noch. Und ja, wir werden dann mit dem Austauschmodell mal fliegen gehen, in der Hoffnung, dass das funktioniert. Und die andere natürlich noch einfach zurückschicken und Prost. Also, wir sind draußen, es ist kalt, ich wackel so, weil ich den Kleinen hier im Sack an mich rangeschnallt habe. Also, wenn du willst. Ja, und wir starten jetzt zum ersten Mal die Drohne und ja. Es ist schon ziemlicher Wind und wir sind hier direkt bei einem Baum. Gehen wir hier auf diese Straße. Pass auf mit dem Wind und dem Baum. Achtung. Was Achtung? Dein Moment war es gerade. Pass auch auf mit der Straße dort. Ja. Die macht schön schnell. So, ich stehe hier wieder im Windschatten gerade. Aber die Drohne, wo auch immer sie gerade ist, er hält sich gut bei dem Wind und ja, der Kleine zappelt hier rum, aber ich kann jetzt hier nicht so kilometerweit laufen, weil es so windig ist. Deswegen bleibe ich hier bei den Bäumen. Ich kann nicht auch so erzählen, ich sehe bestimmt aus wie Scheiße. Die Drohne ist weg. Ich bin hier gerade mitten auf der Straße. Aber es ist so eine Privatstraße, alles gut. Der Kleine lächelt mich gerade an. Okay, fliegt nach Kaltenkirchen.
Gelsenkirchen. Wo ist die denn? Ein kleines aufgedrehtes Baby. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat und dass ihr euch auch genauso sehr wie wir auf die weiteren Drohnenvideos freut. Ja, dann hoffen wir, dass ihr auch bei unseren letzten Videos vorbeischaut. Das letzte, direkt letzte verlinken wir unten drunter und die anderen könnt ihr ja auf unserem Kanal sehen. Und ja, dann bis zum nächsten Video.